Hallo Lieben, da sind wieder eure Katrin und eine weitere Safari-Neuheit steht auf dem Review-Tisch. Der wunderschöne sitzende Pteranodon von Safari mit diesem außergewöhnlich schönen Kamm auf seinem Hinterhaupt. Und da haben wir das gute Stück auch schon in der Nahansicht. Ja, es ist wirklich bemerkenswert, wie schön dieser Kamm hier eigentlich ist. Ja, von weiß zu gelb zu orange. Bis hin zu einem leichten Rotton, ja, und dann übergehend in ein dunkles Kopfgefieder, ja, und in einem rotbraunen Schnabel. Ein winzig kleines gelbes Auge mit einer runden Pupille darin. Nur, das nicht gerade symmetrisch gesetzt wurde, aber es ist immer noch schwierig, wenn etwas so klein ist. Aber hier guckt er schon etwas böser, das finde ich noch ganz interessant. Er hat den Schnabel geschlossen. Na, er hat eine weiße Kehle bekommen. Überhaupt ist er farblich richtig schön dargestellt. Ne? Ja, auch gar nicht so klein das Dingelchen. Ja, ist insgesamt so 11 cm in der Länge und hat eine Höhe von knapp 9 cm. Also gar nicht mal so klein. Schauen wir uns mal die Flügel an. Ja, die sind gefaltet hier. Man sieht noch hier die Hautfalten und so weiter. Auch noch richtig toll. Herrliche Details hier bei diesem Exemplar. Schön finde ich auch noch diese braun angedeutete Brust hier. Das Brustgefieder, Brustfell, wie man auch immer das nennen möchte. Ja, hier ziehen sich noch die Hautfalten vor und diesen Flügel hier. Ne? Sehr schön. Er hat hier auch noch eine schöne Haut, Flughaut. Ähnlich wie bei heutigen Fledermäusen und so oder Flughunden. Dann haben wir hier den anderen Flügel. Man sieht hier noch den kräftigen Arm, na, und die drei Fingerchen. Die sind ein bisschen klobig, aber okay. 2019er Figürchen. Ein dreieckiger Bauch. So, und dann haben wir da das Körperchen, den Rücken. Also herrlich viele Details hat dieses Modell bekommen, wie man hier sehr schön sieht. Ja, also ganz fein gestaltetes Gefieder. Diese Härchen da auf seinem Rücken. Ja, das sieht schon toll aus. Ein Stummelschwanz hier. Und dann die zarten Beinchen. Ja, ebenfalls von Flughaut noch umschlossen sind. Er wird so halb laufend gezeigt. Mal sehen. Das ist einfach nur Farbe hier, ne? So, schon durchtrennt. Das andere Füßchen, das ist noch recht schlicht gemacht. Wir sehen nochmal etwas verschmiert hier unten drauf. Ja, und so ein kleines Modell ist immer schnell gezeigt. Schönes Profil von vorne, sieht toll aus. Ja. Ja, da haben wir noch schon die Ansicht von oben, ganz schmaler Schädel. Dann direkt mal die Ansicht von unten, die Ansicht von vorn und die Ansicht von hinten. Dann schauen wir uns mal diesen wunderschönen Kamm hier an mit diesem, ja, schönen tollen Farbschema hier. Ja, diese Übergänge. Gesprüht hier. Das sieht einfach toll aus. Dann das Auge. Das glänzt schön, wie man hier sieht. Ne? Ein kleines Nasenloch. Und der sehr, sehr lange Schnabel. Ein schönes Exemplar. Wirklich toll. Ja, herrlich, was dieses Modell hier so für Details bekommen hat. Ne? Erstaunlich schon. Das ist wirklich ein ganz tolles Modell. Und wie sich die Haut hier so wegzieht vom Körper, ne? Und die Arme umschließt.
fantastisches Ding. Wirklich, absolut fantastisch. Ja, lieben, kurz und knackig. So kleine Modelle sind immer schnell gezeigt. Das war also das Review zum 2019er Pteranodon von Safari mit diesem wunderschönen mehrfarbigen Kamm hier am Hinterkopf. Den Link zu diesem Modell findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Schaut unbedingt nochmal rein. Und ich für meinen Teil klinge mich wieder aus. Sag tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Review Time, Unboxing Time, Sommer Time bei Katrin. Bis dann, ihr Lieben, und bye!